Tagelange Vorbereitung, tagelanges Kalken, tagelange Gedanken um den Sieg, um die Playoffs. Ich bin bereit. Ich krieg das hin. Bist du auch da bereit? Bist du bei mir? Ich bin bereit. Yeah. Es gibt nur noch einen einzigen großen Gegner. Und dieser ist unsere eigene Dummheit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu TPL Spieltag Nummer 10. Yay. Digga, ich sehe den Screen nicht. Mir egal. Ich mache ihn dir jetzt kurz an. Cut. Da sind wir wieder. Hallo. Wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich gerade, weil, Robin ist aus dem Urlaub zurück. Das war ja das Problem, was wir jetzt die letzten zwei Spieltage hatten. Ich fahre. Was passiert jetzt? Ich fahre jetzt. Dann fliegt in den Urlaub. Ich fliege nicht, ich fahre. Du fährst. Also, kurze Erklärung: Ich fahre morgen, also für euch heute, Sonntagnacht, also abends, so 20 Uhr, in den Urlaub. Deswegen kam auch am Freitag kein Stream, weil Vorbereitung. Und deswegen kommen auch die nächsten zwei Wochen erstmal kein Stream, bis ich wieder zu Hause bin. Ich bin, glaube ich, gegen den 16. IRL-Stream? Nein, kein IRL-Stream. Ich bin, glaube ich, gegen den 16. Du filmst einfach eine Wand. Ich glaube, der nächste Stream müsste dann ungefähr der 21. sein. Das ist dann die letzte Woche, Ferienwoche bei uns auch. Ja. Hi. TPL am Start. Mit. Es. Unseren MVPs und Bullpix. Das ist was, ja? Aaron, so zwei Pokémon. Die wir vielleicht manche nicht mehr wiedersehen werden ab nächster Woche, also nach nächster Woche. Weil nach den Playoffs darf man ja drei neue Pokémon holen und welche austauschen. Also, gewöhnt euch die letzten zwei Spieltage an diesen Beleg. Ich glaube drei. Egal, wir finden es heraus, wenn wir in den Playoffs sind. Ja. Denn das ist unser Ziel. Unsere beiden Ziele sind Playoffs, positive Differenz. Beides passiert, wir müssen gewinnen. Positive Differenz wird schwieriger, nur mal so. Ja, wir müssen beides gewinnen eigentlich. So, also, wir sind hier. Lazy Luxray, Gegner. Also, Shinx und... Paddes. Paddes. Vergiss doch nicht die Namen. Die beiden. Ja, du kennst mich doch. Paddes, sehr sympathischer Boy. Und Shinx, sehr sympathisches Mädchen. Ich mag beide sehr. Sehr, sehr coole Dudes. Machen auch sehr, sehr coole Videos, denn endlich mal. Videos, unbedingt vorbeischauen. Ja, endlich mal auch wieder ein Gegner, der Videos macht, unten vorbeischauen. Unten, also, ich frag die nach dem Videolink, weil dann packe ich die nachträglich oder jetzt schon in die Videobeschreibung. Kommt alles unten hin. Könnt euch angucken. In die Endcard. In die Endcard kommt es dann auch später. Ich mach das alles vom Auto, wenn ich auf dem... Nur Scheiße, ne? Das mache ich dann alles vom Auto, wenn ich auf dem Weg nach Kroatien bin. Hm. Nice. Wir gucken uns deren Team an und denken uns erstmal, kein Bock aufs S-Tier. Ja. Auch kein Bock aufs A-Tier. Eigentlich auf gar nichts Bock. Es war schon schwer, sich dagegen zu preppen insgesamt. Wir gehen einfach durch. Wir sehen Stalobor. Stalobor, bisher jeder Spieltag bei denen dabei gewesen. Sind wir zu 99,9% ausgegangen, dass es mitkommt. Ja, es ist nice gegen uns. Dann hatten wir im Hinterkopf Olanga. Haben sie kaum benutzt. Obwohl ich es persönlich als ein sehr, sehr, sehr gruseliges Mon gesehen habe. Ja, weil es hat so viele Sets, das muss man sagen. Wenn es mitkommt, dann kann es entweder irgendwie Screens legen, dann kann es irgendwie dich kacke paaren oder toxiken. Du willst halt nichts haben. So. Dann haben wir halt das Giga, welches wir jetzt nicht so krasse Gefahr gesehen haben. Ich meine, wir haben Vulpix, das ist ein Eis-Pokémon. Wir haben krasse Threats gegen das Ding. Ich glaube, übrigens, das Ding hat Thickfett. Das ist fucking nervig. Ja, aber trotzdem hätten wir es irgendwie gehandelt bekommen. Ja. Dann gehen wir erstmal, bevor wir zu den zwei nervigen Sachen kommen, kommen wir jetzt nach Tara. Nach Tara war auch nervig, Tiro. Nach Tara war einfach nur tanky. Ist ein fucking toxic Pokémon, seid ihr ehrlich. Nach Tara war einfach nur tanky, wir hatten Angst. Nächste Season. Ja. Oh Gott. Wir wollten einfach nicht gegen Nach Tara spielen, weil Nach Tara. Sehr, sehr tanky ist.
Es kann Wish Protect, es kann dich toxicen, es hat Heal, es hat einfach alles, um dieses Team aufrechtzuerhalten. Und Foulplay ist actually scary gegen uns. Ja, weil wir sehr gerne Setup spielen. Ja. Dann kommen wir erst zu Austausch, würde ich sagen, weil jeder weiß, ein Shell Smash Austausch ist immer scary. Übrigens, wir haben in unserem Team nichts dagegen. Also, wir haben, wenn es sich Setup, sind wir tot. Aber was machst du gegen den Nee, dazu komme ich gleich noch. Wir hatten ein paar Sachen dagegen tatsächlich mitgenommen. Naja, aber wenn es einmal Shell Smash draußen hat, sind wir tot. Ja, kann man so sagen. Dann, ja. Brokkolos. Wir haben absolute Angst vor dem Sandcore gehabt. Brokkolos. Holy einfach. Fuck, also, Alter. Brokkolos hätte, glaube ich, dieses Stahlobor für uns unmöglich zu killen bekommen. Gemacht. Ja, es. Also, Brokkolos wäre auch einfach so. Also, ich sage es so: Sandrush, Stahlobor war das Schlimmste, was passieren hätte können. Da wir diesen Spieltag ein bisschen mit Speed rumspielen, kommen wir aber gleich noch dazu. Weezing. Wir haben zwei Monster, die einfach ihren Speed doublen. Weezing. Ist Weezing. Brauchen wir doch noch mehr sagen? Das Ding hat Levitate, das Ding ist tanky. Das Ding toxic dich. Das Ding hat Clear Smog, verhindert also Setup. Ich habe keinen Bock auf Weezing. Ja. Viridium ist. Und das Ding ist Viridium. Ich auch nicht, Viridium macht einfach Aua. Es ist schnell und macht Aua. Also das Gute ist, unsere Monster sind schneller. Viele. Die Hälfte. Liebe unser schnelles Team. Die Hälfte. Voltula war halt einfach. Wikiweb, Aua. Wikiweb ist nervig, das ist immer Thunder trifft. Das ist auch fucking nervig. Das wusste ich nicht, dass das immer Thunder trifft. Ja. Dann kann man das Ding mit einem Slash oder so spielen, ist halt absolut nervig. Dann haben, dann haben wir Ponita und ich dachte mir nur Ponita so, das Feuermon. Das kriegen wir eigentlich gehandelt. Das heißt Ponita. Das ist. Das heißt Galoppa. Galoppa, sorry. Ich war auf dir bei der Vorentwicklung, weil ich ein bisschen mit. Mich mit Lilith beschäftigt habe. Dieses Ding hast, wissen wir. Ja. Auf jeden Fall. Galoppa, sorry. Galoppa ist halt so. Das ist schnell. Hat ein gutes Moveset eigentlich. Ihr kennt unser Team. Wir haben keinen Bock auf Feuer. Ja, eigentlich ist das die Begründung. Wir könnten ein Team aus 6 Feuerschwächen mitnehmen. Könnten wir. Alola Ducktrio, da haben wir, glaube ich, sogar Duskmon. Das war, glaube ich, Duskmon, wo wir am wenigsten erwartet haben, dass es mitkommt, glaube ich. Ja, weil Exca macht alles besser. Exca macht halt wirklich alles besser. Das Einzige, was Exca nicht besser macht, ist der Speed. Ja, aber... Und selbst das macht es besser mit Sand. Ja. War das Ducktrio Sandrush? Ich weiß es nicht. Wenn das Ducktrio Sandrush hat, dann GG. 700er Speed. Aber selbst dann macht Exca das besser. Ja. Und dann haben wir noch Meowstic. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch heißt. Die Katze und Diagon. Diagon, genau. Deshalb Prankster. Genauso wie Olanga. Deswegen. Ja. Wir wussten nicht, warum die Ziaugon mitnehmen sollten. Ja, wir dachten uns halt, wenn die anstatt Ziaugon würden sie wahrscheinlich Olanga mitnehmen. Aber wenn die Ziaugon mitnehmen, dann wahrscheinlich, um irgendwie was zu machen. Und ich habe mich gefragt, was. Hättest du irgendwie für Screens wieder, aber. Wahrscheinlich würde man Ziaugon mitnehmen, wenn man eher einen Psychic-Type anstatt Dark Fairy braucht. Wenn man halt den Psychic Step braucht, was gegen uns halt ein bisschen okay ist sogar. Das würde ich jetzt die einzige Option sein. Haben nicht mal wirklich Psychic Weaknesses. Nibel. Dark Fairy ist viel besser gegen uns. Nibel. Egal. Wir fangen, glaube ich, jetzt einfach am besten an, über unseren Kader zu reden und gucken und sehen auch, was die mit haben. Die haben Ziaugon dabei. Fangen rechts an. Sie haben Ziaugon dabei. Sie haben keinen Sandcore dabei. Sie haben keinen Olanga dabei. Wir waren ein bisschen glücklich, aber sie haben Galoppa dabei, was recht offensichtlich war. Ja, und wir hatten Voltula dabei, wo ich persönlich sehr Angst davor hatte. Und ich habe halt mir Angst vor aus. Ich habe mir vor Austausch in die Hose geschissen. Dann haben wir. Also jetzt kommen wir. Wir fangen rechts an, da links das Spannende kommt. Der Premium-Scheiß ist.
Und übrigens, ich mag es nicht, dass du unser Profilbild geändert hast. Hab ich? Guck dir an, welches wir haben. Wir hatten davor einfach, wir hatten einfach davor einen kleinen Pokémon-Jungen. Oh. Egal. Ich bemerkt, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das geht. Egal. Turtok. Ja. War ein sehr, sehr interessantes Mal bei uns. Wir haben Fist-Death-Wall. Ja, es war eine Fist-Death-Wall. Es war eine Fist-Death-Wall mit Gold trotzdem. Es war eine Fist-Death-Wall mit Gold Aqua Jet. Ja, wir spielen zwei verschiedene Typen. Da ist Minus Speed ist. Wir wollten nicht schneller sein, weil wir Aqua Jet dabei haben. Dann hatten wir noch. Was hatten wir noch dabei? Haze? Hatten wir Haze dabei? Ja, wir hatten Haze und Rapid Spin dabei. Stimmt. Naja, wir hatten noch Haze und Rapid Spin dabei. Das war einfach nur dafür da, das kann tatsächlich ein Stalobor und Ponyta auf plus 2 1v1, indem sie erstmal eine Art. Also Stalobor auf plus 2 mit Sandrush wird von diesem Turtok 1v1. Also, kurze Erklärung, wie bei Ponyta und Stalobor das ablaufen würde. Wir haben gekalkt. Full Offensiv auf plus 2 bei beiden. Stalobor drückt wahrscheinlich einfach nur EQ und Ponyta sogar Wild Charge. Es müsste beides mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überleben. Wir drücken in dem Turn Scald. Sie sind low. Wir haben Turret aktiv, können Aqua Jet drücken. Haben sie keine Prio dabei, sind sie tot. Ja. Das ist. Und jetzt keine Prio. Und die haben eigentlich keine Prio. Mir fällt keiner ein zumindest. Ich weiß nicht, ob die Quick Attack spielen oder so. Ich frage mich aber dann, warum sie Quick Attack spielen. Dann haben wir ein klassisches. Keiner Sucker? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben ein klassisches Sneebel dabei. Alter. Sneasel. Ein sehr, sehr klassisches Sneebel einfach. Ja. Ohne also Prio, dafür mit Poison Jab und Low Kick. Ja, und dann halt Lob drauf. Bunnaby, kein Setup. Nee, es ist wieder das Wegset. Jedoch mit Sticky Web. Wir haben gesagt, Sticky Web haben wir erstens als Bait, damit die nicht glauben, dass wir Specs haben. Und zweitens einfach, weil wir vielleicht ein paar Molons dauern wollen, da wir den Speed brauchen, weil ihr seht schon links, da ist Ninjas. Roserade war die speziell defensive Wall. Das war die speziell defensive Wall mit Black Sludge. Übrigens, Turtok hatte Leftovers, bedeutet, die haben beide das Healing Item. Bei dem Ding war es so, dass wir dann einmal Toxic hatten, dann Sleep Powder. Wir wollten halt einmal sleepen, den Rest Toxicen. Ne? War halt das, was wir am meisten wollten. Hatten wir noch Sludge Bomb dabei und Energy Ball. Energy Ball, glaube ich. Da wir keinen Mist wollten und keinen Drop und sehr viel Damage. Und wir haben nicht so den Sinn gesehen, uns selber hochzuheilen. Und ich glaube, da war irgendeine Roll auf Stalobor oder so. Ja, kann auch sein. Und auf Ausdruck glaube ich auch was. Wir fangen erstmal mit Ninjas an, denn Ninjas ist das wichtigere Set. Ninjas war ein Sash Ninjas mit Protect, Baton Pass, Leech Life und Toxic. Ja. Dieses Ding soll einfach Speed passen. Das will es gar nicht machen. Das soll Speed passen. Nämlich am meisten auf Rihonyo. Rihonyo ist ein tatsächlich bisschen Speed invested, bisschen sehr. Nicht full. Wir haben, glaube ich, auf einen Sash. 200, glaube ich. Ja, wir haben 200 plus, glaube ich, drauf gehabt. Weil wir auf einen Sash. Nee, nicht Sash, sondern. Ich glaube, wir haben auf einen. Doch. Nee, Scarf. Wir haben auf einen Scarf. Wir haben so viel Speed. Dass wir auf plus 3 ins. Scarf Stalobor. Sandrush. Nein, Sandrush. Nein. Auf plus 3 outspeeden wir keinen Sandrush. Wir haben auf Scarf Stalobor gespeed creeped. Scarf Stalobor. Wir haben auf das. Fanden wir halt einfach besser. Das Ding hat deswegen, es hat übrigens ein Lob, da wir einfach dachten, komm, Damage ist das Wichtigste, was wir brauchen. Dazu hat es Earthquake und, was war's noch? Es hatte Ice Punch, Smackdown für Weezing und dann, glaube ich, noch Stealth Rocks. Ne, Stealth Rocks hatten wir rausgetan. Was hat es noch dabei? Was hat es dabei? Eine vierte Attacke. Die Namen werdet ihr in-game sehen. Die werden diesmal nicht vorab nehmen, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was war.
Wir haben es nach wir haben Zahlen genommen als Thema. So, Matchup, waren wir zufrieden mit? Ja. Lied, Roserade, weil Roserade ist geil. So, Lied, Roserade, aber ihr kennt uns. Unser Gameplan war eigentlich, alles anchippen, dann mit Rehonja durchgehen. Ja. Und ihr kennt uns. Fucking risky, ja. Aber war geil. Ihr kennt uns, wenn Roserade leadet, wird die leadet das Gegnerteam mit dem Feuer-Pokémon. Was ist der Lead gegen uns? Exakt. Ah, nee, wir haben mit Ribombi geleadet, nicht Roserade, stimmt. Wir sind, haben mal Ribombi. Ja, trotzdem Feuer-Pokémon gegen uns. Wir haben mit Ribombi geleadet und sind dann erstmal direkt auf Blastoise rausgegangen. Weil wir uns dachten, hey, ja. Ein Wild Charge tanken wir. Die machen wir. Uns halt 30% oder so. Nein, also mit Feuer machen sie uns 30%, mit Wild Charge und Wild Charge tanken wir. Ne? Nein, die sind nicht geboostet. Ja, ich weiß. Tanken wir easy. Ja, ich weiß. Ich glaube, die machen uns mit Band gerade mal 50% oder so. Genau. Und also. Wir haben halt gedacht, okay, die gehen jetzt wahrscheinlich auf plus 2. Das 1v1 wäre auch. Gesagt, getan, die gehen auf plus 2. Und wir drücken halt jetzt hier den Scald, weil das halt der beste Play war, damit sie halt auf eine Aqua Jet Range kommen. Ja. Die greifen an und kretten uns und wir sind tot und GG, wir haben Game verloren. Das ist halt so ein bisschen GG. Ja, ab dann war es halt so, ja, GG, toll, unser Match-Winner, tatsächlich würde ich ihn sogar so nennen, ist basically dead. Der One-V-One halt jedes Mal. Ja. Aber nein. Du hast weggekrittet, der Spieler ist uns einfach. Also, so. Wir können uns gerne auch Crit-Ninja nennen, nächste Season. Ach warte, nächste Season spielen wir gar nicht zusammen. Nächste Season spielen wir ja gar nicht zusammen. Kommen wir aber wenn wir das nächste Mal zusammenspielen, auf jeden Fall was mit Crit. Okay. Wir gehen also raus aus Nibel, weil wir uns dachten, wir sind schneller Knock-Off-Killed. Wir gehen also in Wiesing und wir kriegen den Knock-Off raus. Das macht eigentlich guten Schaden. Und jetzt war es so, eine Icicle Crash hätte mit einer Roll gekillt. Und wir hätten vielleicht einen Flinch bekommen. Was kommt erstmal halt Leftovers, wir missen. Aua, warum zwei Runden hintereinander Strafe? Ich checke und nicht. Leben. Du, da musst es wiederholen, das hat ein bisschen gelaggt. Es hasst uns einfach, wirklich. Okay. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ach Gott. Also, was kommt? Wir denken halt, das kommt das Schlimmste, es kommt ein Fireblast. Aber... Es kam nur der Pain Split. Den Gegner nicht. Und übel, weil die können ja nichts dafür. Und ich bin ehrlich. Gottes Leck. Ich war. Mir egal. Ich bin im Nachhinein trotzdem pissed, weil. Ich erkläre euch jetzt gleich die Situation, warum dieser Miss eigentlich gut erscheint, weil sie ja nur Pain Split gedrückt haben, aber trotzdem scheiße war. Ich habe mir das auch mit Robin nochmal durchgegangen, warum ich recht habe in dem Fall. Die drücken nämlich jetzt Flamethrower und wir könnten nehmen sie halt mit Knockoff raus. Hat halt keine HP, ne? Das wisst ihr. Sneasel hat keine HP. Kann ich bitte anmerken, hätten wir den Icy Crash getroffen und sie hätten sich mit Pain Split hochgeheilt, wäre es wahrscheinlich immer noch in Range von Icy Crash gewesen und der Flamethrower wäre nicht rausgekommen und der Life Orb hätte uns nicht gekillt. Nibel wäre noch am Leben. Ohne Mist. Ja. Und das... ist halt Hex. Hex haben uns gerade zwei Monster weggenommen. Und die haben noch fünf. Absolut scary Monster. Und wir können halt nichts anderes als Ribombi. Und ja. Das war halt auch bad so. Extra kam rein, weil warum sollte nicht extra reinkommen? Wir drücken auf Energy Ball, das macht halt so ein bisschen was. Sie gehen auf Rapid Spin und wir senken uns und so, oh Gott, wir sind gefickt. Weil Rapid Spin war halt der Play, die sind auf plus 1, die sind jetzt schneller als alles. Iron Head kommt, wir mussten das Ding sacken, weil wir wollten nichts einfach da rein switchen. Weil das sonst einfach so, noch... So, Roserade will halt nicht da rein switchen. Hängt und wir hatten uns gedacht, Sleep Powder. So, okay, Sleep Powder rettet uns jetzt den Arsch. Die gehen also raus in Meowstic und wir dachten uns, oh, okay, Meowstic ist ja ganz okay. Crit war lucky, sag ich mal, aber ich glaube nicht, dass es viel geändert hatte. Ich glaube, ne? Er hat nicht gemattert. Nee. Denn jetzt der Psychic nimmt uns raus. War uns auch klar, wir wollten halt einfach Ninjas nicht angechippt haben wegen dem Sash. Gehen jetzt also auf Ninjas und protecten einmal, um zu gucken, was sie machen. Wir sehen, sie drücken keine Screens, nichts, sie drücken Thunderbolt. Deswegen nehmen wir sie jetzt raus mit einem Leech Life. Ninjas bekommt übrigens einen Kill. Uhu.
Wir sind auf plus 2. Mias, glaube ich, erster Einsatz, erster Kill. Galvantula kommt rein. Und wir dachten uns halt jetzt Protect. Die drücken Ward Switch. Die werden jetzt nochmal protecten. Die werden jetzt nochmal Ward Switch drücken. Wir toxicen also. Und wir haben nicht... Wir haben halt getoxic, ne? Mir ist gerade im Nachhinein aufgefallen, wir hätten... Da hätten wir eigentlich in dieser Runde Bettenpass drücken müssen. Wir hätten nicht toxicen dürfen, wir hätten passen müssen. Ich bin ehrlich, das war jetzt unser Fehler. Weil es kommt Cloyster rein. Und ja, man kann sagen... Das war ein Fehler von uns. Also guck mal, es kommt Cloyster rein. Und wir sind vielleicht jetzt sogar schneller als ein Shell Smash Cloyster. Jedoch kann Cloyster ohne speziell invested zu sein mit Surf gehen. Und einfach, das haben sie gut gespielt. Also das muss ich sagen, das war der einzige Punkt, wo ich sagen muss, wir waren behindert. Also ja, dieser Spieltag aber war einfach. Das hätte nichts geändert. Also dieser Spieltag war einfach, wir waren gut vorbereitet, wir wurden weggehext, waren danach so gestresst, dass wir Misplays gemacht haben und das wäre. Und es hätte aber auch vieles nicht geändert. Ja. Es hat absolut nichts geändert. Stimmt. Weil wir hätten die nicht gewonnen hätten. Das stimmt. Denn, meine Damen und Herren. Außer vielleicht irgendwie mit einem Crit. Kalk das mal nach. Wir hätten die nicht gewonnen, weil die einen Sash haben. Stimmt, die haben ja sogar einen Sash. Es hat nicht gemattert. Es hat legit nicht gemattert. Also es hat nicht gemattert. Es war aber einfach nur so, in unserem Kopf hat es trotzdem wenig Sinn ergeben. Ja, also. Wir wurden diesen Spieltag. Dass Turtok gestorben ist, war einfach. Das war der zweitschlimmste Crit bisher. Ja, das war der zweitschlimmste Crit. Der schlimmste war immer noch Kramor Kuguin, aber. DJ, wir lieben dich auch. Also, damit sind halt jetzt unsere Chancen auf die Playoffs praktisch gone. Weil. Also, wir können rein theoretisch, jedenfalls von dem, was wir jetzt wissen, weil wir haben die Ergebnisse von dem Spieltag noch nicht. Marmortails müsste, glaube ich, zweimal hoch verlieren. Nein. Marmortails müsste jetzt einfach nur zweimal verlieren, weil wir mit den Punkten Wir sind halt mit den Punkten gerade zurzeit gleich auf. Die müssten halt nur zweimal verlieren und wir noch einmal gewinnen, dann sind wir mit den Punkten höher. Ist egal, wie sie verlieren. Es ist eigentlich egal, wie sie verlieren. Theoretisch möglich? Es ist theoretisch rechnerisch möglich. Das Problem ist, das erklären wir euch gleich, weil ich werde jetzt euch gleich nochmal was erklären, denn ich möchte euch erklären, wie wir es noch in die Playoffs schaffen, denn wir verlieren hier obviously 4-0. Wir greifen jetzt noch einmal Leech Dive an, obwohl ich Toxic drücken wollte. Mega kacke. Ich wollte eigentlich pro Provokation Toxic drücken, aber Robin dachte sich nur so Leech Dive. Und ja, wir verlieren halt. Ja, dann er hat halt keinen Unterschied gemacht. So, ja. Hätte ja critten können. Ja, hätte critten können. Hätte auch nicht genug Damage gemacht, seien wir ehrlich. komm. Wir persönlich denken uns halt nur so Kopf hoch. Let's go, es geht weiter. Also, auch wenn wir es nicht in die Playoffs schaffen. Ja. Voll gutes Match. Hat tatsächlich. Die Vorbereitung hat ziemlich Spaß gemacht, das Match halt nicht. Aber wir können es halt den Lazy nicht übernehmen, trotzdem GG. Nee. Für sie war es halt geil so, ne? Sie haben halt jetzt nach ein paar Niederlagen, sind sie jetzt mit uns punktgleich in dem Spieltag sogar, ne? Vielleicht haben sie uns auch komplett die ganzen Playoffs weggenommen. Hey, für die war es einfach nur, die wollten wieder einen Sieg haben, sie haben sich gut vorbereitet. Vielleicht hätte uns das Cloyster auch einfach, auch wenn Turtok nicht gestorben wäre oder Sneeble, hätte uns das Cloyster vielleicht trotzdem noch fertig gemacht. Wir können halt nicht sagen, wie es ausgegangen wäre. Ja. Wir können halt nicht sagen, man kann nie sagen, wie es ausgegangen wäre. Aber so wie es jetzt ausgegangen ist, ist kacke. So wie es jetzt ausgegangen ist, ja. Wir sind halt, also übrigens, die neutrale Differenz ist jetzt unmöglich, die Playoffs sind jetzt schwer, wir sind in der Kackposition. Jedoch, meine Damen und Herren, ich bin ja mal wieder zu krass vorbereitet, ne? Wir wissen es alle. Bin ich krass vorbereitet, Robin? Was hast du getan, Jana? Was ich getan habe? Ja. 3, 2, 1. Da haben wir unsere kleine Datei, die auch in der Videobeschreibung ist, der TPL. Wir werden euch jetzt ein bisschen erklären. Holy shit! Wir werden euch jetzt ein bisschen erstmal eine kleine Sache noch zum am Rande. Jetzt ein bisschen Gelaber. Guckt mal nach Spieltag 9, wer ganz oben ist in der Rangliste. Ja, Mann, Rihonia! Das ist aber eine Freude für wann anders so. Wir lieben es einfach. Okay. Yeah. Wir gehen zur Tabelle. So. Ganz einfache Erklärung. Ihr seht die Tabelle. Ihr müsst euch vorstellen. Da wir verloren haben, sind jetzt erstmal alle mit 15 Punkten safe. Weil, wenn Memos gewinnt, sind sie eigentlich auch safe.
Bedeutet, wenn Memos diesen Spieltag gewinnt, sind alle, die jetzt hier sind, done. So, die sind jetzt schon komplett durch. Die haben jetzt keine Gefahr mehr zu verlieren und sind auch durch. Und Memos muss eigentlich nur noch diesen Spieltag gewinnen. Wir bleiben auf 12 Punkten. Die Lazys gehen auf 9. Und bei den anderen wissen wir jetzt halt nicht, wie es jetzt abläuft. Differenztechnisch ist es halt jetzt so, dass die Lazys vor uns sind. Die Lazys sind vor uns tatsächlich mit einer Differenz höher. Die sind jetzt auf einer 8er, 7er, keine Ahnung. Welche Differenz sind die? Die haben jetzt 4-0 gewonnen. Die sind auf einer 8er Differenz, genau. Wir sind auf einer 8er Differenz. Ist halt für die geil so. Wir sind auf einer 9er. Minus 9, ne? Bei uns ist es halt so, Krikasois muss diesen Spieltag gewinnen. Weil sie halt gegen Memos spielen. Bedeutet ja. Jedoch auch, dass wir deren Differenz einholen müssen, da sie jetzt schon vor uns sind. Und ich habe mir es angeguckt. Egal wie sie spielen, wir können sie von der Differenz her noch einholen. Denn wir sind gerade von der Differenz her sind wir auf 9, die auf 3. Das Ding ist ja, wenn man gegeneinander spielt, ist von der Differenz her, ein 1-0, Differenz 2 besser als der andere. Ein Kill, ja. Ein Dings. Bedeutet, bei 6 müssen wir nur 3-0 gewinnen. Jedoch, pro 2 Kills von denen jetzt nächsten Spieltag, müssen wir einmal höher gewinnen. Bedeutet, gewinnen sie 1-0, wir werden mindestens 4-0 haben müssen. Gewinnen sie 1-0, müssen wir 4-0 gewinnen. Gewinnen sie 2-0, müssen wir 4-0 gewinnen. Gewinnen dann durch den direkten Vergleich und kommen in die Playoffs. Wenn Memos dann noch den letzten Spieltag verliert, das ist ja auch noch ein Faktor. Ja. Gewinnen sie 3-0, brauchen wir 5-0 gegen die. Gewinnen sie 4-0, 5-0, direkter Vergleich sind wir vor denen. 5-0 brauchen wir jetzt schon 6-0. Und 6-0 brauchen wir auch ein 6-0. Und dann der direkte Vergleich mit der Memo-Niederlage. Es ist halt sehr gering. Eigentlich entscheidet schon, wir werden morgen erfahren, ihr müsst eigentlich nur, wenn das Video raus ist, unten in die Videobeschreibung gehen, auf die Tabelle gucken und gucken, wie es aussieht. Weil die Tabelle müsste dann halt Sonntag abgedatet werden. Ja, seht ihr, ob wir den letzten Spieltag noch tryharden müssen oder ein paar coole Sets auspacken können. Ja. Wenn es euch interessiert. Falls wir noch eine Chance auf die Playoffs haben, aber ihr trotzdem Vulpix sehen wollt, dann schreibt doch gerne in die Kommentare, Hashtag wir wollen Vulpix. Fuck you all, Digga. Nee, wir wollen Vulpix. Ich bin auch dafür übrigens. Wenn ihr nicht Vulpix wollt, dann schreibt Hashtag ich liebe Rapilla in die Kommentare. Ihr könnt auch beides reinschreiben. Dann setze ich mich durch. Bei Rapilla über Vulpix. Ja, okay. Im Übrigen. Dazu machst du bitte eine schöne Grafik. Ich guck mal, ich bin im Urlaub, okay? Heute hast du Zeit. Ja, aber nee, habe ich nicht. Ich bin gleich verabredet. Muss gleich schneiden, bin verabredet. Egal. Im Übrigen, ich bedanke mich bei euch für diesen Spieltag, für diese Season, weil es kann theoretisch schon halt nächste Woche den Abschied geben. Ne? Ja. Also, wir wissen es halt selber bisher noch nicht. Ich sag jetzt schon mal, danke dir. Viel zu lange auf, wir hatten einen 17-tollen Spieltag. Ja, wir reden halt gerne, aber du musst wissen, desto länger das Video, desto länger denken unsere anderen Gegner auch, dass das Spiel geht lange. Stimmt. Und noch was Gutes, dein YouTube-Channel wird gepusht wegen der Watchtime. Perfekt. Also, nicht abschalten bis zur Endstart. Da gibt es übrigens nochmal ein Löffelbaby. Ich möchte einfach nur kurz nochmal sagen, extrem geil für den Support in letzter Zeit, am meisten auf den Pokémon-Videos. Ich mag es, also ich lese ja die Kommentare der anderen TPA-Timer und so und einfach insgesamt alle, die unten in der Beschreibung sind, machen, wenn nicht sogar besseren Content als meine Videos, weil sie so ein bisschen chaotisch sind. Bei denen lernt ihr mehr, es ist chilliger, denn ihr habt dort nicht Robin. und ja,
Wir wissen halt jetzt nicht, wie es weitergeht. Müssen halt auf nächste Woche hoffen. Ihr braucht nicht bei mir auf Twitch sind auch nicht so lustig wie wir, wegen nicht so blöd, weil die haben nicht Janna. Ja. Ihr braucht nicht auf Twitch vorbeischauen, denn ich streame die nächste Woche nicht. Seine Stream-Replays nachschauen. Ach, das könnt ihr natürlich immer machen. Und natürlich folgen. Ja. Ihr könnt auch gerne bei Robin ein Abo da lassen, weil der wird bestimmt dieses Jahr noch irgendwann ein Video hochladen. Ganz, ganz sicher. Vielleicht. Vielleicht ja zur Season 2. Wir wissen selber noch nicht ganz. Ich glaube, es. Wir wissen noch nicht vielleicht ganz, wann sie startet. Mal schauen. Wir wissen gar nicht, ob eine Season 2 kommt. Das wird alles noch kommen. Aber ich denke mal schon, dass es irgendwie dazu kommen wird. So, dann, was ihr natürlich noch machen müsst. Ihr müsst dieses Video natürlich ganz bis zum Ende schauen, wegen der Watchtime. Dann liken, abonnieren, Glocke aktivieren und dann nochmal auf alle schalten, nicht personalisiert, weil dann seht ihr wirklich alle Videos, das ist ziemlich wichtig, ihr wisst es. Dann einen Kommentar schreiben. Ihr könnt auch mehrere Kommentare schreiben, ist noch besser für den Algorithmus. Dann noch natürlich andere Videos von Janna schauen. Vielleicht kommt bald noch Breath of the Wild. Breath of the Wild kommt eigentlich nächste Woche. Apropos, wird geschnitten. Ja, wird diesmal wahrscheinlich nicht von mir geschnitten. Außer ich krieg's halt jetzt. Ich sag's euch. Wenn Breath of the Wild die nächste Woche nicht kommt, dann schneide ich selber. Wenn nicht, ist es geschnitten von TJ, den ihr hier dadurch. Durch unsere Jokes schon ein bisschen kennt. Der übernimmt das nämlich gerade. Ich werde auch ein bisschen mit ihm nebenbei schreiben. Ich versuche es am Mittwoch hochzuladen. Das kam mir letzte Woche insane früher. Es kam 2 Tage früher, einfach weil ich viel zu schnell fertig wurde. Dann natürlich noch andere Videos von Janna schauen. Nächste Woche kommt TPL und noch ein paar Special TPL Videos wahrscheinlich. Es kommt nächste Woche erstmal TPL und, halt Breath of the Wild wahrscheinlich. Und darauf die Woche. Wird halt wahrscheinlich, also darauf die Wochen gucken wir, ob wir noch irgendwie was zu Pokémon machen. Wir wissen es halt nicht. Vielleicht kommen wir auch in die Playoffs. Wenn Playoffs kommen, dann sind wir sowieso da. Natürlich noch bei den anderen, wenn jemand vorbeischauen. Zum Beispiel Hex with Heat kommt auf jeden Fall in die Playoffs. Er lohnt sich dann sehr vorbeizuschauen. Oder Beyond Dragisch, die sind auch schon safe. Beyond Dragisch kommt auch safe in die Playoffs. Psychedelic Psycho sind auch schon safe. Ja. Ziemlich krasse Leute hier dabei. Wir sind bessere halt Spieler als wir. Ja. Wenn wir einen besseren Kader hätten, Free Wins. Und ihr könnt natürlich auch bei Shinx und Puddles vorbeischauen. Auch wenn die nicht in den Playoffs sein werden, könnt ihr trotzdem bei denen. Die können auch noch. Nein. Die können auch noch kommen. Können sie nicht. Können sie nicht? Weil entweder zieht. Entweder Rudi oder wir, ne? Entweder, oder Marmotets. Entweder Rudi, wir oder Marmotets. Sie kamen in keiner Weise leider eine Chance. Trotzdem, trotzdem, Herz geht raus, GG an euch, ihr wart diesen Spieltag trotzdem wirklich gut, ihr habt euch auch gut vorbereitet, ich meine, wir wären niemals auf den fucking Slash Cloister gekommen, holy. Und fuck nicht, auf den Voltula mit Live-Orb und Xiaogon ohne Prankster. Xiaogon ohne Prankster, Alter, wir dachten uns auch nur so, Leute, aber alles einfach insgesamt, ja. Wir labern hier wieder viel zu lange. Was kann man Wir kommen Ende? Noch aufs eine Stunde Video. Ich verspreche es euch. Ja, wir machen bald ein TPL Outro Podcast. Ja, das ist gut. Und natürlich favorisieren, nicht vergessen. Das geht ja nicht mehr, dein Standardspruch. Leute, ich mach's mal kurz. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Robin ist da Kacke. Los. Oh Gott, Allah. Ich muss mal mehrere Löffel Babys machen.